Warst du schon immer fasziniert von der Baustelle und würdest gerne deinen Beitrag bei den komplexen Arbeitsschritten leisten? Dann bleib jetzt dran! Beton- und StahlbetonbauerInnen sind auf der Baustelle beschäftigt und stellen Bauelemente aus Beton und Stahlbeton her, die sie auch einbauen. Dazu gehören zum Beispiel sogenannte Schalungen. Außerdem sind Beton- und StahlbetonbauerInnen für die Sanierung von Wänden und Böden aus Beton zuständig und müssen ihre Arbeit auch gründlich vorbereiten, kontrollieren und dokumentieren. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Der durchschnittliche Verdienst im ersten Jahr beträgt 840 Euro, im zweiten Jahr 1110 Euro und im dritten Jahr 1360 Euro. In diesem Beruf kannst du dich darauf einstellen, dass du werktags arbeitest und in den Betrieben der Bauwirtschaft eingesetzt wirst. Potenzielle Aufstiegsmöglichkeiten für dich wären Meisterin, Fachwirtin oder auch die Betriebsführung. Zusätzliche Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. Im ersten Ausbildungsjahr lernt man in allen Ausbildungsberufen der Bauwirtschaft das Gleiche. Nämlich, wie man Baustellen einrichtet, Bauwerke erschließt und gründet, einschaltige Baukörper und Holzkonstruktionen herstellt und Bauteile beschichtet und bekleidet. Dabei ergänzen sich theoretische Inhalte aus der Berufsschule und praktische Erfahrungen aus dem Ausbildungsbetrieb. Dies nennt man eine duale Ausbildung. Im zweiten Jahr beschäftigst du dich dann schon mit spezifischen Inhalten, zum Beispiel mit der Herstellung von Stahlbetonstützen, Kelleraußenwänden und geraden Treppen. Vor Ende des Jahres findet deine Zwischenprüfung statt, die aus einem praktischen Arbeitsauftrag besteht, den du am Ende mündlich oder schriftlich begründend darstellen musst. Diese Inhalte vertiefst du in deinem dritten Jahr. Es kommen aber auch ein paar neue Aspekte hinzu, unter anderem die Herstellung eines Fertigdeckteils und der Instandsetzung von Stahlbetonbauteilen. Außerdem bereitest du dich auf deine Abschlussprüfung vor, die einige Ähnlichkeiten zur Zwischenprüfung hat, aber viel umfangreicher ist. Hier musst du zum Beispiel auch schriftliche Fragen beantworten, die sich auf das Wissen beziehen, das du in der Berufsschule vermittelt bekommen hast. Neben diesen beiden Prüfungen ist ein weiterer Aspekt wichtig, damit du am Ende der Ausbildungszeit dein Abschlusszeugnis in der Hand hältst. Das Berichtsheft. Es wird immer wieder von deinen AusbilderInnen eingesammelt und kontrolliert. Es ist also sehr hilfreich, wenn du es von Anfang an ordentlich führst. Um in die Ausbildung starten zu können, solltest du mindestens einen Hauptschulabschluss mitbringen, damit deine Bewerbung auch erfolgreich ist. Gute Noten in Mathe und Physik sind zwar kein Muss, können dir aber einen Vorteil verschaffen. Woran es dir aber auf keinen Fall mangeln soll, sind handwerkliches Talent oder ein grundlegendes technisches Verständnis. Unabdingbar für eine Ausbildung zur Stahlbetonbauerin ist außerdem eine gute körperliche Fitness. Denn deine Arbeit wird oft anstrengend sein. Du solltest auch keine Höhenangst haben, da du manchmal auf Gerüsten oder hohen Gebäuden deine Aufgaben ausführen musst. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.